In the midst of the T-virus outbreak in Raccoon City, Claire Redfield succeeded in escaping from the city, along with one of the only other survivors, a young girl named Sherry. However, behind their escape was the lone survivor of the Raccoon City Police Department, Leon S. Kennedy. What have we got here? That guy's a maniac. Why'd he bite me? What could have done this? What was that? What are these things? All right, that's far enough. Don't move! Don't move. No! What's up with that guy? That was a clean hit. We're running out of ammo here. Oh. Wait! Don't shoot! Get down! We can't stay out here. Head to the police station. It'll be a lot safer. Insane. The radio's out. You're a cop, right? Yeah. First day on the job. Great, huh? Name's Leon Kennedy. Nice to meet you. Mine's Claire. Claire Redfield. I came to find my brother, Chris. Hey, could you open the glove box? Sure. There's a gun inside. Better take it with you. Ah! No! Look out! Hang on! You okay? Still in one piece. Hey! That maniac's got wheels! I'll meet you there. Okay.
Moin Freunde und herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal. Hallo Leute. In der letzten Folge haben wir Claire A abgeschlossen. Jetzt geht's weiter mit Leon B. Also nochmal rein ins Unglück. Genau. Ich weiß, dass wir jetzt von der anderen Seite herkommen. Weil wir ja getrennt wurden. Genau. Du warst aber nicht genau mit Leon den Weg. Das heißt... Also im Grunde müssen wir trotzdem einfach gucken, dass wir ins Polizeipräsidium kommen. Ja, das... Das sollten wir doch wohl hinkriegen. Das sollten wir hinbekommen. So, wir gehen rein. In 3, 2, 1 und los. Und als erstes gucken wir jetzt mal auf die Karte. Da ist ja nur ein Durchgang. Also geradeaus. Versucht die umzugehen, weil wir wollen ja Munition sparen. Wir wollen nicht, wir müssen. Und ich lauf voll rein, Alter. Geht weg von mir. Ja, hat auch geklappt. Boom. Chaka. Ich glaube, das ist sogar die Tür, wo wir vorstanden, wo die ganzen Zombies waren. Ja. Da hinten kannst du auch rein. Hier? Ja. Müsstest du eigentlich reinkommen. Nee, ist so nee. Okay. Ja, seine ganzen Arbeitskollegen, ne? Dann ist es Mann. Ja, dann musst du rein. Du musst erst den Schlüssel holen für die Tür. Genau. Das weiß ich sogar noch. Okay. Und jetzt wieder rüber. Genau. Sonst ist hier nichts? Nee. Keine Munition? Scheinbar nicht. Man versucht die auszuweichen. Ich gebe mir Mühe. Ja. Also wir sehen das Spiel jetzt aus einer anderen Perspektive. Ja, ja, muss auch mal sein, ne? Also das sehen wir auch nicht nur aus einer Perspektive. Genau. Ach, hier die Tür. Genau, hier waren wir doch schon mal. Genau. Hier gehen wir doch. Hier haben wir bei Dings auch die Armbrust herbekommen. Jetzt mal Equipment und Munition, glaube ich. Ja. Munition ist immer gut. Und wir werden das jetzt auch am Anfang so machen, dass wir nicht alles gut schießen. Einfach raus. Aber guck erstmal, ob da noch was liegt. Ja. Nichts Spezielles. Okay, dann können wir ja gehen. Jo. Nice. Haha. So. Da haben wir wieder unsere Halbnackte. Ja. Gemacht. Ja, ich weiß, mein Gott. Ja, mittlerweile kennst du ihn. Ich bin mittlerweile ein Resident Evil 2 Profi. Schlechten Hollywood-Film. Ja. So, was haben wir jetzt alles dabei? Wir haben ein Messer, das Feuerzeug. Dafür haben wir den Lockpick mit, ne? Genau, dafür müssen wir kleine Schlüssel finden. Okay, wir haben eine Waffe, Munition und ein Ink Ribbon. Wie wir ja sehen, das kennt ihr ja wahrscheinlich noch bei Ausklär, wir müssen später wieder zusehen. Dass wir das Feuer mit dem Helikopter geregelt bekommen, dass wir da an der Tür können. Wenn wir da überhaupt lang müssen, ich weiß es nicht ganz. Oh, ich weiß es auch nicht. Ach genau, jetzt haben wir hier die Vögel nicht mehr, ne? Ich glaube. Na, schauen wir nicht. Doch.
Aber der hatte da nichts, ne? Weiß ich nicht. Ach, die Tür hast du da jetzt auch gar nicht abgesteckt. Nee. Soll ich da nochmal hin? Ja, vielleicht nicht. Oh nee, Alter. Da geht das doch schon wieder los. Das ist eine normale Waffe. Mann. Okay, Kraut ist gar nicht mehr verkehrt. Kraut ist nice, ja. Würde ich aber nicht kombinieren erstmal. Nein. Ich leg die später so, wie sie sind. Und wenn wir eine ganze Heilung brauchen, können wir die ja auch kombinieren. Genau, dann können wir die so kombinieren, wie wir die brauchen. Aber du müsstest dich ja jetzt ja eigentlich trotzdem auskennen, weil wir waren ja vor kurzem erst hier. Ja. Nehme ich das auch schon direkt mit. Da bist du ja noch fein, also alles gut. Ja. Dann gehen wir lieber da noch. Genau. Hört sich auf jeden Fall, glaube ich, erstmal sicherer an. Yes. Ja, die würde ich dann aber gleich alle tot machen, weil die gehen uns sonst alle nur auf den Pindel. Die hier drin sind jetzt, oder was? Das ist auch das Dings. Ja, ich können wir grad jetzt aber noch nicht mehr nehmen. So, jetzt ist Leon auch auf seine Arbeitsstelle angekommen. Ja. So, jetzt erstmal hier alles wieder zu Hackfleisch machen. Ja, so macht man halt üblicherweise einen Arbeitskollegen. Ja, sicher. Ja. Mit einer Munition. Das ist mal ganz offensichtlich. Ja. Und dahinter war noch Kraut. Ja, ich bin voll. Na, guck mal, wie ich, oder wollen wir eins kombinieren? Wir kombinieren eins für einen Notfall gleich bei den Lickern. Lickers, Lickern. Was ist denn die Mehrzahl? Lickers, glaube ich. Lickers, ne? Wo? Einmal hinter dem Tisch. Da kannst du einmal rumlaufen. Haben wir also auch schon gemacht. Ja, du weißt, wie lange das her ist? Ist da nur eins oder liegt da noch eins? Ne, sogar zwei. Dann kombiniere ich jetzt noch eins. Na, ich weiß, ich kann nichts aufnehmen. So. Ja, diesmal sind wir auch ein bisschen sparsamer. Ja. Weil hier passiert auf jeden Fall ein bisschen mehr. Der Code war? Den hatten wir aufgeschrieben, aber wir müssen erstmal das Dokument finden. Okay. Ja. So, okay, ist falsch. Der lebt doch locker noch, oder? Du, keine Ahnung. Du hast das Rädchen aber gleich nicht finden. Nein. Der lebt aber noch. Boah. Ja, wusste ich. Wusste ich. Aber wir brauchen. Na, jetzt können wir. Hätten wir eigentlich nicht gebraucht, aber gut. Nehme ich das aber schon mal direkt schon mal mit. Dieses feige Stück, weißt du, ein richtiger Wadenbeißer. Ja. Da auch nochmal alles durchsuchen. Nicht, dass wir da wieder was liegen lassen, was vielleicht wichtig sein könnte. Ja. Ah, da haben wir es auch wieder mit dem Deckenventilator, ne? Da liegt, glaube ich, noch ein Inkwirbel. Kleine Pixel da? Ja. Aber ich glaube, das war's dann hier auch schon. Aber wie kann das sein, dass ich jetzt wieder quasi die gleichen Sachen aufhebe wie mit Claire? Ja, das. Da muss ja einer so ja, nee, das viel Langeweile gehabt haben. Das läuft halt parallel. Also quasi laufen das gerade parallel durchs, genau, durchs Haus. Achso. Obwohl ich das auch totaler Bullshit finde. Anstatt zusammenzulaufen, ist man noch viel, viel stärker als allein. Ja, sicher. Aber dann wäre es ja kein Survival mehr, ne? Ja. Oh Mann. So. Ach du heilige Mann. Alter Schwede. Okay, das habe ich nicht mehr gewusst. Was machen wir jetzt? Gehen wir raus, gehen wir rein.
Da könntest du sie auf jeden Fall totballern. So ist es ja nicht. Wir müssen definitiv da nochmal lang. Ja. Na, dann machen wir das, Freunde. Wir machen ganz, ganz viel. Das war ein Warnschuss. Zweimal? Ja. Oh oh. Ach, da steht noch einer. Meine Güte. Eine reinste Nudelparty da. Ja. Die haben alle Nudelsalat mitgebracht. Ja. Insider wissen wir es nicht, nein. Ach so. Du doch auch. Echt? Haben wir doch letztens drüber geredet. Ach so. Wann? Ich glaube, an Silvester war das sogar. Oh. Lass mich in. Alle dürfen sie heute mal beißen. Heute ist. Oh. Das oder ja, das? Ja, nimm das Einzelne. Da steht nämlich noch ein Kraut. Wie, da hing sein Arm noch an dir. Ja, ja. Na, jetzt aber. Der eine hat auch schon gar keinen Arm mehr. Nee, der hing an dir, der Arm. Ach so. Wo du ihn weggeschubst hast. So, bluten jetzt? Ja, bluten alle. Boah. Noch? Nee, komm. Ich bin ein bisschen sparsamer jetzt. Ich hab daraus gelernt, was ist denn da auf der Fensterbank? Check da mal die Telefone ab. Telefone? Ja, diese Telefonkabinen-Dinger da. Ob da noch was liegt. Diese hier? Ja. Nein, nein, nein. So, die Karten haben wir. Nee. Hätte ja sein können. So. Oh Mann. Hauptteil, oder? Ja. Nice. So. Ich glaube, die war abgeschlossen, ne? Ja, ja. Das kannst du erst mit der Keycard machen. Mhm. Aber du könntest trotzdem erstmal da zum Computer gehen. Soll ich das schon machen? Ja, du kannst ja noch nichts machen. Du brauchst die Karte ja erst. Achso. Ach stimmt, da war aber auch irgendwo. Oder nicht. Oh, was ist das? Ist das diese? Ja, das ist die Shotgun, aber wir können die nicht mitnehmen. Hm. Am PC können wir jetzt noch nichts machen, ne? Aber wir müssten vielleicht jetzt erstmal einen Speicherplatz finden. Ist er auch hier. Nee, eine Kiste meine ich. Also. Was meine ich damit, Speicherplatz? Ja, ich meine. Warte mal, irgendwo war hier doch eine. Kannst du in die kleine Tür rein oder ist die auch zu? Welche kleine Tür? Die oben. Ja, die ist von der anderen Seite offen. Guck einfach mal, ob du die. Da war ich gerade. Achso. Das hab ich jetzt gerade gar nicht gecheckt. Okay. Ja. Ja, von der Seite geschlossen. Okay, ja, dann müssen wir einen anderen Weg finden. Ja. Also wie man sieht, ist es doch alles ein bisschen anders wie bei Claire. Ja. Aber schade, dass wir die nicht mitnehmen können. Ja. Das wird das Ganze ein bisschen sicherer machen. Ja. Aber ich kann. Aber bei Leon passen 18 Schuss rein, ne? Ja. Finde ich auch komisch. Bei Claire waren es 13? Ja, 13 oder 14 waren das, glaube ich. Gerade 13. Dann gehen wir hier nochmal lang. Das ist der Raum mit den ganzen verriegelten. Ach nee, Quatsch. Was laberst du denn da? Nee, alles gut. Ich war vom Denken schon wieder fix so weit. Kartons. Soll ich die Kartons durchsuchen? Da okay. Kann auch immer was drin sein. Okay. Dann mache ich das. Ach. Okay, nee, okay. Ist nichts dran. Boah, in dem Gang waren noch auch mehrere Leute, oder? Das
weiß ich gar nicht mehr. Wo bin ich denn jetzt hier überhaupt? Ach, da. Im Rundgang. Ah ne, da waren die Fenster, wo die Arme rauskamen. Nein, das war das nicht. Doch, das ist das. Echt? Da kommen die nämlich auch raus. Ach, geht das schon wieder los? Den Schlüssel müssen wir mit Leon auch finden. Aber ich glaube, einen finden wir mit Leon nicht. Einen Schlüssel. Also ich glaube, das ist der Herzschlüssel. Mhm. War das der in dem Büro? Mhm. Ach du Heilige. Ja, würde ich erstmal raus. Ja. Mit einer normalen Pistole nicht so gut. Komme ich da nicht sehr weit. Aber du könntest das Rote schon mal mit dem kombinieren. Wie denn? Ach, scheiße. Na, da kommen wir nicht rein. Okay. Oder müssen wir doch vielleicht eventuell oben lang? Weiß ich nicht. Wo wir gerade eben schon mal waren. Weil da kommen wir jetzt nicht weiter. Nö. Ja, soll ich dann oben lang? Oder gibt's da noch irgendeinen anderen Weg? Warte mal, ich guck mal. Kann man nicht rein. Ist mir zu gefährlich. In dem roten, in den großen Gang können wir. Wir sollten uns aber merken, dass wir in den einen, in eine andere Tür noch rein müssen, wo dieser Spiegel, wo der Licker gerade drin war. Das müssen wir uns merken, nicht, dass wir das wieder verfallen. Warte mal. Oder soll ich echt nach oben? Ja? Das bringt uns ja jetzt gerade nichts. Okay. Gehen wir nach oben? Boah, ich habe immer so ein komisches Gefühl hier, ne? Wenn ich hier reinlaufe. Der steht doch locker irgendwann nochmal auf. Du, keine Ahnung. Der ist bei Claire, glaube ich, nicht aufgestanden. Ne? Also, wir könnten auch jetzt schon mal mit dem Drehrädchen oben. Ja, könnten wir. Ja, ne? Ja. Dann können wir das nämlich auch schon mal wieder ganz, ganz weit in der Kiste liegen lassen. Das heißt, ich glaube, wir müssten mit Leon dann wahrscheinlich auch springen, aber ich bin mir nicht sicher. Da bin ich mir wirklich diesmal nicht sicher. Der hatte aber nichts mehr, ne? Weiß ich nicht. Lasst mich doch alle mal zufrieden, Mann. Oh. Jetzt wird Zeit. Mann! Im scheiß Mistviecher. Ratten der Lüfte, sag ich dir. So. Setzen wir das schon mal ein? Ja, das müssen wir mal wieder mitnehmen. Das brauchen wir nur an einer anderen Stelle. Okay, auch gut. So. Sitzt gerade aber auch nichts, weil wir die Shotgun in den Weg konnten. Was für ein Mist. Warte mal, wo war denn der Weg? Nein. Unten muss die Treppe dann wieder runter. Hier runter, ne? Mhm. Wo wir eigentlich unten durch die Tür lang wollten, war ach, genau. Der Lecker. Ach ja. War das echt hier? Weiß ich nicht. Du hast gesagt, geh nach unten. Nee, da sind wir falsch. Mann. Oh. Trotzdem eine Art noch Caution. Alter! Bist du sicher, dass du es auch einfach gestellt hast? Ja, ich glaube schon.
weiß, was ich mache. Ich gehe jetzt in die Haupthalle, speichere dort, knall mir Wer ist das? Was? Mr. X drin. Einige. Und das ist schon nicht. Viel Spaß, ey. Hol mir die Knarre da und speichere. Mach das mal. Alter! Jetzt können wir durch die Tür auch nicht mehr durch, weil die... ist eiskalt, tut dir nicht mal weh. Ach du Scheiße. Einfach weiterlaufen. Das juckt dir nicht. Lauf einfach weg. Weil ich hätte die ganze Zeit weglaufen durch diese Tür. Du hast gesagt, du kannst durch die Tür nicht. Nein, durch die Tür, wo wir gerade durchgelaufen sind. Da ist ein Wicker. Am Laufen und von der Schreckler sind. Sehr schön. Durch die Tür wollten wir ja. Warte mal. Komme ich in den Raum rein? Das weiß ich jetzt gerade. Das weiß ich jetzt noch nicht. Müsstest du ausprobieren. Ja. Ah! Oh, Leute. Auch ein Speicherraum. Oh. Oh. Und eine Märchenstunde mit Teddy. Ne, noch nicht. Alter. Ich bin so heilfroh, hier zu sein, ne? Und da haben wir auch unseren ersten Schlüssel. Nice. Gehen wir erstmal zur Kiste. Ja. Oh, Heilspray, ganz viel sogar. Ja. So, wir räumen jetzt erstmal auf. Wir haben auch keine Heilung mehr, wie du gerade siehst, ne? Nee. Wir haben alles verballert. Ja, Digga, wir hatten so viel. Ja, also Mr. X ist jetzt ein Kandidat, der uns überall hin verfolgt. Man kann ihn beschießen, dafür kriegt man auch manchmal vielleicht ein bisschen Munition, aber lohnt sich eigentlich nicht. Ist nur Vergeudung oder was? Ja. Also im dritten Teil kann ich auch schon mal ein bisschen spoilern. Kommt der Nemesis und da lohnt sich das dann schon hinweg. Sag mal, wo bin ich denn jetzt? Ah. Okay. Freunde, wir speichern jetzt hier einmal. Und, oh, da habe ich ja noch einen. Das hätte ich jetzt aber nicht kombiniert. Das geht automatisch drauf. Ich wusste, ja, ich wusste auch gar nicht. Können. Ja, mein Gott. So, oben, klar. Hier. Ja. Speichern. Ja. Alter. Okay. Also haben wir auf jeden Fall schon einiges erlebt. Teddy hat sich auch schon fast eingenässt. Bei mir im Stellen jetzt. Hose noch trocken. Nee, es ist noch trocken. Ja. Alter. Es wird auf jeden Fall nochmal spannend. Ja, das glaube ich aber auch. Aber wir... machen jetzt hier trotzdem erstmal einen Cut. Und gucken in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Genau, ey, ich bin so froh, dass wir hier jetzt in diesem Raum... Also auch immer echt Schwein gehabt. Vor allem, wir können jetzt dann in der nächsten Folge auch von da aus in die Haupthalle. Geht das? Das müsste doch der Raum sein, ne?
Die von irgendeiner Seite verschlossen war. Weiß ich nicht. Aber ich würde sagen, das checken wir in der nächsten Folge ab. Genau. Bis dahin, bleibt gesund, macht das Beste raus. Und haltet eure Vorsätze ein. Ja. Naja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.